Moinsen Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Runde Feed the Beast Infinity. Ja, liebe Leute, was soll ich groß sagen? Der heftige Aufnahmemarathon bzw. Vorproduktionsmarathon hat jetzt offiziell begonnen. Und ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Es wird ab sofort nicht mehr jeden Tag eine Folge Minecraft kommen. Und also die letzten drei Maiwochen, die jetzt quasi anbrechen, da wird es so sein, dass jeden zweiten Tag eine Folge kommt. Also jetzt quasi am Montag, also diese Folge hier, dann Mittwoch, dann Freitag, dann Sonntag und dann wieder von Montag an beginnt. Und ab Juni kann man sich nach unserem Aufnahmeplan bzw. nach meinem Uploadplan richten. Den findet ihr unter Kanalinfo und dann ist der unten bei den ganz normalen Standardlinks mit dabei. Und da kann man dann gucken, wann was kommt. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung, die wir hier gefunden haben. Jo, was wollen wir heute machen? Ganz einfach. Ich will mal gucken, dass wir den Laserdrill schon mal einigermaßen platzieren, beziehungsweise vorher nochmal kurz auf die Funktionsweise eingehen, denn da hat der ein oder andere hat in den Kommentaren gefragt, wie funktioniert denn das Ding überhaupt? Das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Wir gehen mal kurz hier hinter. Also, hier ist ja unser lustiger Laser-Drill-Raum und das ganze Ding funzt wie folgt. Ich werde ihn noch nicht platzieren, weil das wäre nachher unser Tod. Ja, ist halt so. Und dieser Laser-Drill, der braucht eine Verbindung zum Bedrock. Das heißt, er braucht freie Sicht nach unten. Und ich überlege gerade, wo wir uns mal am besten runtergraben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Da ist doch schon wieder irgendwas schiefgegangen. Aber halb so wild. Das kriegen wir noch hin. Das war jetzt die falsche Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, wir müssen hier nochmal ein bisschen rausbuddeln. War das so jetzt, ne? Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen rein theoretisch, müssen wir noch ein bisschen weitergehen, ne? Wir müssen noch 2 raus. Wenn wir hier quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau den siebten lassen wir dann auch wieder frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau da wollen wir nämlich hin. Und wir gönnen uns mal eben kurz unsere Fackeln hier. Und dann würde ich sagen, wir heben das Ganze mal aus, was wir hier noch brauchen. Dann ist mir noch was aufgefallen in den Kommentaren, was ich übrigens sehr cool von euch finde. Also wirklich sehr, sehr cool. Es haben ganz viele geschrieben, ich hatte ja mein Infovideo veröffentlicht und da haben ganz viele geschrieben, weil ich erwähnt hatte, dass ich verstehen kann, dass ein paar Leute das eventuell dann, also den Kanal deabonnieren. Da haben ganz viele geschrieben von wegen, nö, fällt aus, wir bleiben weiter an deiner Seite, so nach dem Motto. Fand ich richtig cool, Leute. Und ich bin jetzt schon wieder fast guter Dinge, dass wir mit euch, oder dass ich mit euch, diese Sommerpause in Anführungszeichen ganz gut überstehen werde. Leute, vielen Dank dafür. Das motiviert auf jeden Fall ungemein. Definitiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin ich schon teilweise ein bisschen weit gegangen, ne? Ah, ne, passt. Wunderbar. Ne, also wie gesagt, dafür vielen, vielen Dank. Also das motiviert wirklich hier, das weiterzumachen und durchzuziehen. Und ja, wir gehen einfach mal hochmotiviert hier an die Sache ran. Denn der Laserdrill heißt natürlich dann auch, dass wir demnächst unendlich Erze haben. So. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es mittig. Wunderbar. Und wir werden jetzt mal so ein riskantes Ding durchziehen, indem wir uns hier einfach mal nach unten buddeln. Aber ich werde natürlich zur Sicherheit den Hover-Mode aktivieren. Damit, falls wir irgendwo auf Lava stoßen, nicht direkt da rein segeln mit Full Speed. Oh, ein bisschen Eisen ist offen, nicht verkehrt. Ey, komm, das nehmen wir mit. So, ich werde mal, weil ich nett bin, hier eine Fackel hinsetzen. Die müssen wir nachher wieder mitnehmen, weil ich nicht weiß, ob der Laser da durchgeht. Normalerweise müsste er das, aber... Oh, cool. No risk, no fun, so nach dem Motto. Ich will da nichts sagen, aber eins steht fest, hier werden wir bald nicht mehr durchlaufen können, weil dieser Laser, der ist gefährlich, der setzt uns in Brand und tötet uns dann dementsprechend. Und das würde er auch tun, wenn wir uns im Creative Mode befinden würden. Auch das macht er sehr gerne, ja, das Ding ist echt tödlich. Aber im Regelfall sollten wir nicht in die Nähe des Lasers kommen, also daher. Wir bauen das schon so, dass es einigermaßen den Arbeitsschutzbestimmungen entspricht. So ungefähr. Und ja, dann sollte da eigentlich nichts schief gehen. Müsste hinhauen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Erde dabei. Das soll uns aber auch nicht weiter stören. Ach, siehste.
Ist schon der nächste Gang, wo wir nachher nicht mehr durch können. Oder wir deaktivieren halt den Laser und gehen dann durch. Oder setzen da einen Block hin und gehen dann durch. Oh, Gold. Das ist alles machbar, ja. Das ist alles kein Thema. So, dann haben wir gleich nebenbei noch ein bisschen Gold gefunden. Das ist natürlich richtig ideal. Und hier sind wir schon auf unserem Bedrock. Nice. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder nach oben. Und dann könnten wir rein theoretisch schon mal den Laserdrill platzieren. Bin dazu geneigt, den etwas höher zu versetzen und hier die Decke noch eventuell ein bisschen anzuheben. Ich glaube, das kommt ganz gut. Dann nehmen wir mal eben hier so ein bisschen Cobblestone als Hilfstein und dann sollte das eigentlich hinhauen. 1, 2, 3, genau das Ding kommt jetzt hier oben hin. Und wie gesagt, die Decke wird dann halt noch, ich denke mal, 3 bis 5 Blöcke ungefähr weiter nach oben gesetzt und dann passt das schon. Und hier sehen wir jetzt schon mal diesen hochgefährlichen Laser. Der sieht jetzt hier im Texture Pack ehrlich gesagt ein bisschen komisch aus, aber naja, das wird schon hinhauen. Da haben wir gerade schon gesehen, dass da irgendwas am Abfackeln war. Warte mal, ich zeige es euch nochmal kurz. Das kann man ganz wunderbar mit Items demonstrieren. Zack, die sind sofort weg. Und sowas ähnliches würde auch mit uns passieren, wenn wir da reinrennen würden, nur dass es nicht ganz so schnell geht. Aber gut, dann haben wir das schon mal. Als nächstes, also beziehungsweise der nächste Schritt, den wir machen müssen, ist diese Precharger zu bauen. Und dazu werden wir auf jeden Fall erstmal das Gold verarbeiten müssen, was wir gefunden haben. Denn wir brauchen wieder diese Redstone Reception Coils und dafür brauchen wir Gold. Und da geht dann schon die Problematik los. Wir haben jetzt 5... Oh, guck mal. Noch ein paar andere lustige Spielereien mit dabei. Aber da schmeißen wir erstmal da rein. Komm, dann hauen wir das Eisen noch mit durch. Ja, komm, dann hauen wir alles mit durch. Dann sind wir das safe in der Hinsicht. Ach, hier. Yellow White, genau. Dann das Ding kommt weg und wir könnten auf jeden Fall schon mal wieder unser Gepäck soweit ausleeren. So. Ja, im Prinzip warten wir nur aufs Gold. 8 Stück haben wir schon. Auf jeden Fall kriegt das Ding halt immer mehr zusammen als das Doppelte und das ist schon ganz nice eigentlich. Ah ja, jetzt ist er bei Eisen, gut, alles klar, dann haben wir 10 Gold. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber könnte unter Umständen reichen, oder? Nee, wir brauchen die mal zweimal. Nee, doch, das passt. Nee, alles gut. Achso, wir sollten hier vielleicht nochmal eben auf Furnace Only umstellen. Weil sonst wird das nichts, Leute. Dann des Weiteren. Brauchen wir noch irgendwas Spezielles? Genau, wir brauchen noch Plastic Sheets und Hardened bzw. Fused Quartz. Das ist nicht das Problem hier, das machen wir ganz einfach aus Nether-Gedöns, wenn wir nichts mehr haben. Diamanten haben wir auch genug. Ja, Plastic Sheets, genau. Das war le Problem. Plastik haben wir nämlich nichts mehr da, aber wir haben Rubber-Gedöns da. Und dann machen wir jetzt einfach mal ein bisschen was von so 20 Stück erstmal. Können wir auch hier mit reinhauen, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Gold. Ach, siehst du, hier haben wir noch Fused Quartz Glas. Sehr schön. Oder? Wie heißt das? Ne, Fused Quartz. Genau, irgendwie sowas in der Art. So, rein damit. Dann sortieren wir mal kurz das Inventar. Viel besser. Nice. Gut, wir brauchen dann... Ach nee, das sind Conductance Coils. Das heißt, haben wir noch Elektrum-Gedöns? Haben wir gar nicht. Das heißt, wir brauchen Silver. Und wir brauchen Gold. Dann können wir doch ein bisschen günstiger dabei weg, zumindest was die Goldressourcen angeht. Ist die Frage, kann man das so craften oder... Nee, natürlich nicht. Geht das in, des, in der Dingens hier? Scheint auf jeden Fall so. Die Frage ist, was da dann bei rauskommt. Ah nee, alles gut, das passt. Aber man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn man das Ganze so ein bisschen modübergreifend macht. Man weiß nie, was einem nachher erwartet. Aber so haut das eigentlich schon mal ganz gut hin. Dann haben wir hier noch ein paar Plastic Sheets, 20 Stück an der Zahl. Da müssten wir auf jeden Fall auch mit hinkommen. So, jetzt als nächstes. Wir brauchen auf jeden Fall 4 von den Laser Drill Prechargern. Das heißt, wir brauchen 8 Conductance Coils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ha, hat er genau gereicht. Wunderbar. 1, 2, 3, 4. Lol. Das war jetzt leichter als gedacht, aber naja, gut. Man kann ja nicht alles immer falsch machen. Hust, das war irgendwie total verwurschtelt gerade, aber egal. Gut, wir gehen nach unten und setzen die Dinger mal hin.
Und wenn wir Glück haben, schaffen wir heute noch die Energieversorgung dafür. Ach siehste, hier ist auch der Anschluss. Haha, das ist natürlich leicht dann. Jetzt müssen wir gucken, diese Drills müssen dementsprechend ausgerichtet sein, dass die Öffnung hier mit hinzeigt, sodass die halt quasi bepowert werden. Und die müssen natürlich auf derselben Höhe sein und einen Block entfernt. Jetzt sehen wir hier, dass hier schon eine Verbindung hergestellt worden ist. Durch diese Verbindung bringt der Precharger quasi die Energie, die wir nachher reinleiten, in diesen Laserdrill. Und der Laserdrill freut sich und wir freuen uns, weil er uns Erze macht. Super Sache, oder? Also ich finde das genial. Momentan haben wir im Prinzip durch die Turbine nicht mal genug Energie, um einen davon zu versorgen, weil einer frisst, soweit ich weiß, 5000 RF. Genau, 5K. Aber, jetzt kommt wieder das große, allseits beliebte Aber. Ich meine, dass dieser Laserdrill uns auch, oh, wir brauchen eine Kiste, uns auch dieses Shiny Metal bzw. Shiny Ore organisiert. Das wird zwar eine Weile dauern, weil es einfach recht selten ist, aber wir könnten das Glück haben, dass wir das ein oder andere Shiny-Gedöns dafür bekommen. Und da müssen wir dann mal gucken. Und wenn wir das haben, können wir wunderbar unsere Enderium-Blöcke herstellen und alles ist gut. Ich setze mal gleich eine Iron-Kiste hin, weil es kommen recht viele verschiedene Kisten, Erze dabei raus. Und ja, eine Golden Chest können wir uns, glaube ich, eh nicht leisten, dann lassen wir das lieber. Und ins System möchte ich es auch nicht reinleiten, weil das wird ratzfatz voll sein, weil es gibt halt, wie gesagt, so viele verschiedene Erze. Und es kommen nicht nur Erze raus, es gibt auch, glaube ich, dieses Salzgedöns ist mit dabei, hier Apatit ist mit dabei und diese Peridot-Geschichten. Also es kommt wirklich alles, was man so im Erdreich findet, naja, zumindest fast, kommt da dann raus. Und daher, achso, geht gar nicht. Und daher wollen wir da ein bisschen mit vorsichtig sein, bevor wir das Ganze im System dann einlagern. Beziehungsweise wir könnten es auch, bevor wir es ins System schmeißen, eventuell schon mal verarbeiten. Aber das sehen wir dann alles später. Der erste Schwerpunkt ist auf jeden Fall erstmal dahin gelegt, dass wir genug Energie bekommen. Und ich werde zuerst auch nur einen von diesen Prechargern anschließen. Weil alles andere wäre zu bekloppt, um es so auszudrücken. Und wir werden auf jeden Fall diese Ender-Energy-Conduits nehmen. Denn alles andere transportiert nicht genug Energie. Wir würden zwar eine Weile mit dem mittleren Kabel auskommen, aber wir brauchen das Ding. Später so oder so. Wir haben noch 10 Stück davon, das reicht uns natürlich nicht. Was brauchen wir da hier? Ach ja, genau, diese Vibrant Alloys. Das heißt, wir brauchen im Prinzip Energetic Alloys ohne Ende. Das heißt, scheiße. Das ist ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Macht eigentlich unsere... Oh, Dingens... Ach nee, war schon richtig, lol. Unsere Dingensfarm irgendwas wahrscheinlich nicht. Naja, 14, das ist nichts. Das ist absolut nichts. Wir können das Zeug zwar hier mit reinschmeißen, aber viel werden wir davon nicht haben, glaube ich. Hier ist noch ein bisschen Gold. Das ist schon mal gut. Ach so, natürlich Furnace Mode only. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Wir wollten ja die Conduits bauen, genau. Mal wieder allgemeine Verwirrung. Aber das kennt ihr ja nicht anders. Wir brauchen tatsächlich diese Barren. Das ist, wird schon... Oh Gott, das wird schon echt sportlich jetzt. Auf jeden Fall Energetic Alloy, das steht fest. Glowstone, Redstone, Gold. Mhm. Ah. Wir könnten wenigstens schon mal ein paar Kabel machen. Ah, 2. Haben wir hier noch ein bisschen was? Nee, ne? Oh, doch. Pass auf, das werden wir jetzt komplett verarbeiten. Denn wir brauchen die Kabel. Zack, 12 und dann das Ganze nochmal mit Glowstone. Und dann werden wir das schon mal in Auftrag geben, aber ich denke mal, das Anschließen der Geräte werden wir dann erst im nächsten Part machen. Und wie gesagt, nicht wundern, der kommt erst in 2 Tagen. Also Mittwoch. Ja, ich weiß, ist jetzt so eine kleine Umstellung momentan mit unserem, ich sag mal, Sommermodus oder Sommerbetrieb. Aber wir kriegen das schon gebacken, da bin ich ganz guter Dinge. Und ja, ich denke mal, während das hier durchläuft, würde ich mal sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre richtig cool. Und dann haut da rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss!